Gibt es einen Zusammenhang zwischen der sich wieder ausweitenden Fed-Bilanz im Rahmen der Bankenkrise und der klaren Stärke des Nasdaq gegenüber anderen Indizes? Denn der ist jetzt so stark, nämlich der Nasdaq, die Tech-Werte, gegenüber dem S&P 500, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Zufall oder gibt es da Analogien, die uns interessieren sollten? Ist das ein gutes Zeichen, dass die Tech-Werte so stark sind? Ja oder nein? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst sehen wir die Bilanzsumme der Fed erneut um 100 Milliarden Dollar gestiegen. Sven Henrik fragt, ja, wundert ihr euch drüber, dass Bitcoin und Nasdaq Rallyes zeigen? Hier sehen wir diesen Anstieg der Bilanzsumme. Nun, das ist natürlich der Notsituation der US-Regionalbanken und mittelgroßen Banken geschuldet. Und hier sehen wir mal die sogenannte Heatmap, also das, was sozusagen gestern dann an den Aktienmärkten in den verschiedenen Aktien passiert ist. Hier sehen wir den Technologiesektor, Microsoft, Google, wie sie alle heißen, die sind positiv. Schauen wir uns dagegen die Banken an. Hier links unten sehen wir eine Charles Schwab wieder fast 4% im Minus, eine Bank of America über 2% im Minus, also Tech grün, Finanzwerte vorwiegend rot. Und hier sehen wir das nochmal, die Outperformance des Nasdaq gegenüber dem S&P 500, so groß wie seit 2008 nicht mehr, also vor der Finanzkrise. Wir wissen, wie es dann ausging, der Nasdaq kollabierte wie ein Stein, kollabierte dann im Rahmen der Finanzkrise deutlich stärker als etwa der S&P 500. Muss diesmal nicht so sein, aber was wir damals schon gesehen haben, 2008 nämlich, ist, dass es sehr lange gedauert hat, diese Outperformance. Sie hat monatelang gedauert. Die fing um und bei, wie Sie hier unten sehen, im April an und hat dann bis August, September gedauert. Dann allerdings war finito, dann ging es scharf nach unten. Hier sehen wir diese Dominanz vor allem von zwei Aktien, Apple und Microsoft. 13,3% die Gewichtung nun im S&P 500. Das ist die größte Gewichtung seit den späten 1970er Jahren, damals AT&T und IBM, die zwei dominierenden Aktien. Und wir sehen hier Advancing Stocks gegenüber Declining Stocks, also steigende Aktien respektive fallende Aktien. Wir sehen, dass hier der Nasdaq steigt, aber mehr Aktien fallen als steigen. Das ist also eine ganz miserable Marktbreite. Der Breadth, wie die Amerikaner sagen, der stimmt ebbs nicht. Aber das ist eben auch jetzt in einem Umfeld, weil die sich sagen, ja, siehst du, die Fed wird die Zinsen senken. Das ist doch gut für Tech-Aktien. Man spielt so ein bisschen das Jahr 2021, vor allem für die großen Tech-Aktien, weil man sagt, naja, die haben eine Preissetzungsmacht. Verstehe ich nicht ganz, wie will Apple etwa seine iPhones noch so teuer verkaufen zu überhöhten Preisen, wenn in den USA die Kreditvergabe nicht mehr so läuft, dann eine Rezession entsteht. Das muss man mir erklären, aber Schwarm drüber. Jedenfalls sehen wir ja, dass die Zinsen hoch sind nach wie vor. Wir haben jetzt nochmal eine ganze Kaskade an Zinsanhebungen gesehen durch die EZB, die Fed, Bank of England, Schweizer Nationalbank. Oder es ist ein Hochzinsumfeld und dennoch steigen die Tech-Werte. Die sind zu hoch eigentlich für die derzeitigen Zinssätze. Schauen wir uns das gestrige Geschehen nochmal an. Wir sehen die Aktienmärkte in der Summe dann noch gestiegen, obwohl es zwischenzeitlich ziemlich nach unten gegangen war. Wir sehen den Nasdaq wieder mal stärkster Index. Wir sehen aber auch der VIX gestiegen an diesem Tag. Technology ganz vorne, Finanzwerte, Utilities und Energy ganz weit hinten. Und das lag zunächst mal, oder dass wir uns dann ein bisschen erholen konnten noch zum Handelsende, das lag an den Bemerkungen von Janet Yellen, respektive dem Redetext von Janet Yellen. Die hat er ja zunächst vor dem Senat ausgesagt, dann soll sie aussagen vor dem US-Abgeordnetenhaus. Und hier hat sie einen Satz geändert, weil sie gemerkt hat, ihre Aussagen, wir haben jetzt nicht drüber nachgedacht, eine Garantie für alle Bankeinlagen auszusprechen, hat ein bisschen Turbulenzen an den Märkten hervorgerufen. Jetzt hat man das geändert. The strong actions we have taken to ensure that American deposits are safe. Certainly we would be prepared to take additional actions if warranted. Also wenn nötig, dann wären wir, könnten wir ja durchaus was machen. Das hat dann die Märkte ein bisschen gestützt gestern, aber es hat nicht lange gedauert. Hier sehen wir mal den KRE Bankenindex, diese mittelgroßen Banken, Regionalbanken.
Neues Tief. Also hier kurz mal die Erholung auf die Aussagen von Janet Yellen. Aber wir sehen keinerlei Entspannung im Regionalbankensektor. Kein Wunder. Nach wie vor das Grundproblem. Die Banken können weniger Zinsen bieten als eben andere Opportunitäten wie kurzlaufende Staatsanleihen. Dadurch werden Gelder abgezogen. Dadurch brauchen sie frische Liquidität. Und da sehen wir das mal. Banks relied heavily on Fed money for a second week. Wir sehen also, wie hier die Banken extrem stark nachgefragt haben nach Liquidität. Das Problem ist dieser Regionalbanken, dass sie nur wenig Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities praktisch im Depot haben, die sie dann bei der Fed als Sicherheit hinterlegen können. Hier dieser Cartoon zeigt Abrissbirnen von zwei Seiten, einmal durch QE der Fed, dann durch die Rate Hikes der Fed und jetzt das Kollabieren der einiger Banken. Das bringt das so ein bisschen auf den Punkt und diese Regionalbanken, hier sehen wir das noch mal in dieser Grafik hier rechts. Da geht es die Deposit Rate, also das, was die Kunden bekommen der Banken und das, was die Kunden bekommen können am Geldmarkt, das tendiert jetzt gegen 5%. Jetzt haben vor allem Online-Banken so ein bisschen ihre Zinsen angehoben, nämlich zwischen dem 8. und dem 23. März haben Online-Banken um 0,1% die Zinsen angehoben für ihre Kontoeinlagen, also für die Einlagen der Kunden. Das heißt, man hat denen ein bisschen mehr Zinsen gegeben, die Regionalbanken allerdings sind da nicht mitgekommen, die haben da nichts gemacht. Und das zeigt, dass ihr Wettbewerbsnachteil immer größer wird, dass sie da ein Riesenproblem haben. Insgesamt sagen sich die Märkte jetzt eben aufgrund dieser Bankensituation, naja, die Fed, die wird die Zinsen senken. 12% und 24%. Jetzt die Wahrscheinlichkeit in den Fed Fund Futures, dass die Zinsen Ende des Jahres sogar unter 2 oder unter 3% liegen würden, sagte Barclays. Und hier sehen wir mal die Repo Agreements der Fed. Also die Fed hat ja letztendlich Dollar-Liquidität zur Verfügung gestellt und sie akzeptiert eben auch von ausländischen Banken US-Staatsanleihen als Sicherheit gegen Dollar-Liquidität. Die Bank Reserves sind jetzt auf dem höchsten Stand seit April 2022. Gleichzeitig sehen wir neue Rekorde bei diesen Repo-Geschäften. Das sterilisiert im Grunde diese Bankreserven. Aber wir sehen hier, wenn wir nochmal den Schwenk jetzt auch zu anderen Banken sehen, hier seit dem, wann war es? 8. März oder so. Ja, 8. März hier genau. Sehen wir mal die Performance großer europäischer Banken zwischen minus 15 und minus 23%. Da ging es also deutlich nach oben. Insgesamt hat der Bankensektor in Europa natürlich einen Vorteil und einen Nachteil. Während also das Rattenrennen in den USA begonnen hat, wo du einfach nicht dich mehr hinstellen kannst und sagen kannst, nur ich zahle dir keine Zinsen, so wie das hier die deutschen Banken noch machen. Das geht in Amerika nicht, gleichwohl die Regionalbanken können da nicht mithalten. Hier hat man sich noch vereinbart, naja, siehst du, wir haben doch jahrelang Negativzinsen gehabt, sagen die Banken, die haben wir doch auch nicht an die Kunden weitergegeben, jetzt geben wir auch erstmal die Positivzinsen nicht weiter, aber das Rattenrennen wird irgendwann beginnen, das ist nur eine Frage der Zeit, aber noch ist das Problem nicht, dass die Banken eben diese starken Abflüsse haben, weil die Leute sagen, ja, aber da kriege ich ja das Fünffache an Zinsen, das ist vielleicht erst am Anfang, aber eins ist auch klar, die unmittelbare Gefährdung der Banken durch Mittelabflüsse hier in Europa ist nicht so groß. Wir sehen hier rechts aber, dass die Kreditausfallversicherungen für die Deutsche Bank mit 5 Jahre Laufzeit doch ziemlich nach oben gegangen sind. Und ja, wir haben natürlich einen Most Crowded Trade in Europa. Man ist short in Bonds, also wettet auf steigende Renditen. Das geht derzeit schief und man ist overweight in Equities, also man ist sehr, sehr stark investiert in europäische Aktien. Und es ist schlichtweg so, wie Vidal Patel hier sagt, wenn die Fed aufhört mit den Zinsanhebungen und sogar die Zinsen senkt, dann wird die EZB so schnell hinterherhupfen. So schnell kann man gar nicht gucken. Also es wird nicht so sein, dass die EZB die Zinsen weiter anhebt, wenn die Fed das irgendwann nicht mehr tun sollte. Hier sehen wir mal den Business Cycle. Wir sind jetzt normalerweise in dem Anfangsstadium oder kurz vor der Rezession. Bond Market Pricing in Recession, also die Bondmärkte preisen eine Rezession ein. Equity Market Pricing in AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Also dieser ganze Hype, Nvidia, wir machen irgendwie irgendwas mit KI, hurra, 5% nach oben. Das sagt hier Goldman Sachs und dass wir in Richtung Rezession unterwegs sind, das wird immer klarer. Hier sehen wir mal die weitere Versteilung der Zinskurve, etwa hier der 5
5- und 30-Jährigen, die ist schon uninverted, ist also wieder im positiven Territorium. Das ist noch nicht der Fall bei der 2- und der 10-Jährigen, die so als Benchmark gilt. Aber klassische Lehre hat immer funktioniert, wenn eine Zinskurve stark versteilt ist und dann stark invertiert ist und dann sich wieder ins Positive versteilt hinein, dann beginnt in dem Moment, wo sie ins Positive dreht, die Rezession. Und ob die bald kommt, das könnten wir jetzt schon sehen heute bei den Daten zum verarbeitenden Gewerbe in den USA. 14,45, das wird sehr wichtig, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung, also der Einkaufsmanager-Index. Wir sehen hier schon, dass etwa Konsumdaten zeigen, dass es deutlich nach unten geht mit dem Konsum, also diese Kreditvergabekriterien, die deutlich strenger geworden sind, die hinterlassen schon Spuren im Konsum. Ich hatte gestern ja dieses Marktgeflüster gemacht mit dem Titel Ersetzt Credit Crunch, die Anhebung der Zinsen. Gucken wir nochmal ein bisschen was auf die Charts. Wir sehen hier diese Rising Wedge gebrochen beim S&P 500. Es ging dann deutlich nach oben vorbörslich und dann auch ging es richtig schön nach oben, aber dann im späteren Handel Schwäche, bevor dann Janet Yellen ein bisschen was geholfen hat. Jetzt die Frage, gehen wir gleich nach unten im S&P 500, wenn Sie sich den S&P Daily unten mal anschauen, oder gehen wir nochmal nach oben und formieren dann eine rechte Schulter innerhalb dieser Schulterkopf-Schulter-Formation. Nasdaq ja stärker. Hier sehen wir, dass der versucht jetzt diesen steilen Aufwärtstrendkanal zu halten. Ist ja aus diesem Abwärtstrendkanal ausgebrochen. Der stärkste Index allerdings unten in der stochnegative Divergenz. Oben in RSI noch nicht. Da wenn die Geschichte, müsste die Geschichte wieder deutlich steigen für eine negative Divergenz. However, kommen wir nochmal zurück zu Credit Suisse, UBS. Die sind jetzt im Fokus. Die kriegen eine Untersuchung durch die US-Behörden. Vorwurf, ihr habt Geschäfte gemacht mit russischen Oligarchen zur Umgehung von Sanktionen. Hups, das ist der Credit Suisse schon mal passiert, 2009. Damals hat man 536 Millionen Dollar Strafe bezahlt. Also jetzt hat sich die UBS selber verdächtig gemacht und muss jetzt möglicherweise dann eben auch noch für die Credit Suisse gerade stehen, wenn wir jetzt nach Deutschland kommen. Auch hier verarbeitende Gewerbedaten, 9.30 Uhr bringen wir dann bei Finanzmarktwelt und hier eine Grafik der Commerzbank, Jörg Krämer. Es gab noch keinen Zinsanhebungszyklus ohne Rezession in Deutschland, weil ja immer gesagt wird, ja, wir können die Rezession vermeiden, Inflation ist vorbei, alles schick, Bankenkrise ist vorbei. Das sind so diese Wünsche, Vorstellungen, die sich da letztendlich manifestieren. Wir sehen, dass der Auftragspuffer im Rahmen von Corona immer mehr abnimmt. Das heißt, die Aufträge werden bald in ein Loch fallen, weil die sich ja zuvor gestaut haben mit Lieferengpässen. Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal um 3,6% gefallen. Erster Rückgang seit dem vierten Quartal 2010. Gestern hatte ich vergessen, unter dem Video die Links zu bringen für meine Artikelempfehlungen. Das will ich heute nachholen. Der Krimi und Block, die 20% gestern gefallen sind, respektive 15% nach der Analyse von Hindenburg Research. Die haben damit auch gleich ganz gut Geld verdient. Cathie Wood hat sich da dann eingekauft in diesen Rücksetzer hinein. Jene Cathie Wood, die vorher kurz bevor eine SEC-Untersuchung in Sachen Coinbase passierte, ihre Coinbase-Position veräußert hat. Das hat sie gut gemacht. Jetzt kauft sie Block sozusagen in diesen Rücksetzer. Meine zweitbeste Freundin ist und bleibt genial. Und die zweite Empfehlung, die ich gestern gegeben, aber nicht verlinkt hatte, ist dieser Wirtschaftskrimi. Die letzten dramatischen Stunden der Credit Suisse. Unglaublich, was da passiert ist. Schauen Sie sich das bitte an. Und dann letzte Empfehlung, weil ja Wochenende ist, bald doppelte Kreditkosten, selbst bei Europas besten Immobilien. Das zeigt so diesen Credit Crunch, den wir jetzt erleben werden. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend zum Marktgeflüster. Ich sage jetzt Servus und Ciao.